Hier geht es jetzt weiter, wieder jetzt ein bisschen runter im Stack auf Layer 2, nachdem wir eben Layer 2 und 3 Schweinereien gesehen haben, geht es jetzt wieder runter auf Layer 2 zu Open vSwitch. Dazu erzählt uns was Jens Ott. Der ist Netzwerker-Consultant und Carrier mit der Firma Optimax GmbH und auch ihn kann man wie die Speaker davor gegen einen Wurf ausreichend vieler kleiner Münzen stundenweise mieten. Und er macht schon ein paar Data Center Netzwerke, WAN, Peering und Linux KVM und Netzwerkautomatisierung. Also wenn ihr nicht YOLO Networking machen wollt, könnt ihr ihn auch buchen. Viel Spaß. Ja, hallo, schönen guten Morgen oder Mahlzeit schon fast. Ja, vorgestellt wurde ich ja schon. Mist, schon die ersten 5 Minuten meines Improvisationstheaters vorweggenommen. Also ich muss das Ganze ein bisschen improvisieren heute, aus dem einfachen Grund, berühmte letzte Worte. Ich brauche ein bisschen Platz auf der Festplatte. Und dann waren leider die Festplatten-Images der virtuellen Maschinen zum Opfer gefallen. Nichtsdestotrotz bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir da noch einigermaßen interessant was erzählt kriegen. Ich wäre kein Rheinländer, wenn ich das nicht Ustelamengen hinkriege. Von daher, ich habe diesen Vortrag auch schon 1-2 Mal gehalten, in abgewandelter Version, mit etwas anderem Fokus. Von daher denke ich mal, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ganz kurz zur Agenda. Ich möchte ein bisschen die Grundfunktion von Open vSwitch vorstellen, wofür das da ist. Verwendung von Open vSwitch auf KVM muss hier insbesondere halt die libwirt-Integration. Und halt dann eine kleine, hoffentlich funktionierende Live-Demo machen. Wie gesagt, die ist leider etwas abgespeckt durch einen kleinen falschen RM-Befehl. Ich habe ja schon gehört, in den letzten Vorträgen wurde ja schon gesagt, dass Layer 2 eigentlich tot ist. Ich reite trotzdem noch ein bisschen auf dem toten Pferd rum. Erste Funktion, ich meine, wie Switch lässt es vermuten, ist natürlich Switching. Haben wir gerade eben in dem Vortrag ja so ein bisschen gehört, wie man das mit Linux-Bordmitteln alles schön und gut machen kann. Der Vorteil von Open vSwitch ist halt einfach, dass das, was der liebe Maximilian mit eingebauten Skripten irgendwie in die libwirt reingehauen hat, dass das eigentlich mit Bordmitteln der libwirt realisierbar ist. Open vSwitch kann auch Layer 3, gehe ich aber heute jetzt nicht näher drauf an, kann auch die ganzen netten Features wie Tunnels, wie LACP mit Bordmitteln, also ich kann mit relativ einfachen Mitteln sagen, ich möchte bitte 2 physikalische Interfaces, die ich auf meinem Host habe, als LACP-Trunk nach außen hin anbinden, kann Tunnels, Grey-Tunnel von Hause aus und ähnliches, hat, wie gesagt, eine hervorragende Integration in die libwirt, wenn auch nicht leider nicht im Wirt-Manager von Red Hat mit drin, aber wenn man ein bisschen XML kann, ist das relativ schnell anzupassen. Weitere Highlights hat OpenFlow als Anbindungsmöglichkeiten, kann ACLs, Layer 2 ACLs, da hatte ich eigentlich ganz schön was vorbereitet, was wir aber so aus dem Ärmel geschüttelt leider nicht hinkriegen. Kann S-Flow-Accounting, was wir ja vielleicht auch von dem einen oder anderen Switch kennen, was ganz nettes Feature ist, um halt eben die einzelnen virtuellen Maschinen, die auf den Hosts eventuell laufen, einzeln anzugucken, was die denn traffic-technisch machen, ob die das dürfen, was sie da tun und so, oder wer ist denn meine Traffic-Sau? Kann VXLAN und ganz, 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 ganz vieles mehr. Es gibt ganz, ganz hervorragende Doku, wenn man wirklich nach Open vSwitch sucht, mit 10 Millionen Tutorials. Auf der Seite von Open vSwitch selber gibt es hervorragende Workshops auch, kann ich also an der Stelle schon mal nur empfehlen. Das Ding ist so komplex, dass ich heute nur in der Zeit hier ein bisschen die Gießkanne ausschütten kann darüber und einfach mal so alles versuchen, kurz anzureißen. Gleich halt eben, wie gesagt, ein bisschen näher auf die Libwirt-Geschichten eingehen möchte, weil die für relativ viele interessant sind. Und das Thema S-Flow-Accounting vielleicht noch ein bisschen beleuchten möchte, was der Open vSwitch uns da bietet. Ja, für die Beispiele gleich habe ich so ein bisschen eine kleine Netzwerk-Map erstellt, wie unser Netz aussehen soll. Wir haben im Endeffekt 4 Hosts und wir haben leider das Problem, das kommt gleich beim Layer 3, erzähle ich dann mehr zu. Wir haben halt einmal ein internes LAN, das VLAN 101, was quasi zwischen allen 4 Hosts als interne Kommunikationsplattform ist.
vorne die beiden Oben und Caledonia sollen halt eben nach, an die Außenwelt sprechen. Die haben einen Public LAN, das ist das VLAN 666 bei uns, sprich zum Router hin halt. Und dann gibt es halt eben noch ja zwei, ich sag jetzt mal Storage LANs oder Backend LANs, die eben nur zwischen jeweils zwei Hosts sind. Da haben wir dann auch ein paar Netze zugeordnet. Und jetzt kommt das Böse. Wir haben so ein paar Entwickler und die Netzwerker kennen es sicherlich. Der Entwickler sagt, ich will aber, dass das so geht. Ich brauche das aber so, weil ich will. Aus welchen Gründen auch immer will er das gleiche Netz haben und dummerweise auch noch eventuell die gleichen IP-Adressen verwenden, was natürlich den Netzwerkern immer Spaß macht. Dafür sind natürlich die WLANs wunderschön. Der Maximilian hat es ja eben schon so ein bisschen dargestellt. Das heißt, wir wollen also das darstellen, dass halt VLAN 201 und 202 im Endeffekt das gleiche Subnetz fahren, ohne dass sie sich gegenseitig sehen. Das heißt, dass sie in unterschiedlichen VLANs sind und der Open vSwitch soll uns halt dafür sorgen, dass das dem Hostsystem total egal ist, in welchem er ist. Es ist natürlich nur so lange egal, wie das Hostsystem selber nicht auch noch Teil des VLANs sein soll. Oder idealerweise nicht mal in einem der beiden. Wenn er in beiden ist, wird's problematisch. Dann müssen wir wieder auf die VRF-Geschichte, die wir auch gerade eben schon mal angesprochen hatten. Ja, das ist im Endeffekt ja schon das, was ich gerade erzählt habe, was wir halt auf dem Linux-Host machen. Wir bilden eine ganze Menge Features ab, die wir von diversen Switches, sei es Juniper, sei es Cisco, sei es wer auch immer, Brocade und wie sie alle heißen, schon seit vielen, vielen Jahren kennen. VLANs, gar kein Thema. LACP ist auch bekannt. Auch natürlich, wie gerade eben erwähnt, mit der Limitierung Multichassis LACP kann Linux leider immer noch nicht. S-Flow Accounting, eben schon erwähnt, und VXLAN gab es, glaube ich, gestern eine relativ weitgehende Erklärung zu. Es gibt die Möglichkeit, auf Layer-2-Ebene ACL-Steuerung zu machen, dass ich halt eben schon auf Layer-2-Ebene auch einzelne virtuelle Maschinen, einzelne Ports meines Switches halt eben limitieren kann und diese einzelnen Ports halt voneinander abschotten kann, dass eben, wenn ich das denn will, innerhalb eines VLANs die MAC-Adressen, die ARP-Requests oder was auch immer, NDP, nicht auf der anderen Seite ankommen, kann ich das also auch noch mit ACLs unterbinden, kann limitieren, wer was darf, auch auf Layer-2-Ebene runter, also das, was wir im Linux-Kernel klassisch über EB-Tables abbilden können, kann Open vSwitch halt auch. Das ist relativ komplex, deswegen kriege ich das halt eben nicht raus. Bridging in Tunnel hinein, also ich kann ganz normal ein Tunnel-Interface zum Bestandteil meiner Bridge machen, kann also, ich sag jetzt mal, mehrere Standorte über Gerät-Tunnel miteinander verbinden, also als große Layer-2-Domäne, ohne direkt die Keule VXLAN rauszuholen, nutzen, kann das vor allen Dingen aber auch mit an einen Switch, der irgendwo anders steht, vielleicht einen Gerät-Tunnel aufbauen, der so ein bisschen Gerät noch macht, so an einem anderen Standort, ohne, wie gesagt, das Ganze auf mit der ganz großen Keule erschlagen zu müssen. Ich rede viel zu schnell. jetzt habe ich ja eben schon mal die Netzwerk-Map aufgezeigt. Entschuldigung, da bin ich noch zu weit. Das Hostsystem selbst kann eben in jedes VLAN beliebig viele Interfaces reinkriegen. Natürlich muss man dann da ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht selber in den Fuß schießt. Weil wenn ich im gleichen VLAN mehrere interne Interfaces habe, könnte das manchmal zu unangenehmen Side-Effects kommen, da sollte man also wissen, was man tut, aber zumindest kann ich in jedem VLAN mich also ganz quasi, wie ich es auf dem Cisco oder auf dem Juniper mache, dass ich halt eben jedem Layer-2-Device auch ein Layer-3-IP zupacken kann, als Gateway fungieren kann, sofern ich denn auf dem Hostsystem Forwarding aktiv habe, da halt eben diverse Spielereien mitmachen. Auch auf Layer-3-Ebene kann Open vSwitch ACLs mit einbauen, wer halt eben nicht unbedingt mit großen IP-Tables Sachen arbeiten möchte, kann das auch dann in eine Sache reingießen. Ist vor allen Dingen in dem Bereich interessant, wenn man die ganze Sache per OpenFlow steuern will. Zur SDN kommt ja gleich, glaube ich, noch ein bisschen längerer Vortrag, ausführlicherer Vortrag. Da lässt sich das eben auch ganz gut machen.
Ja, ich hatte gerade schon gesagt, Layer 3 wollen wir natürlich auch in unserer Map machen. Die Zuordnung der IPs, das werden wir dann gleich für die Demo nochmal als zusätzliche Folie haben. Habe halt im Endeffekt, wie gerade eben angesprochen, im VLAN 201 und im VLAN 202 die gleichen IP-Adressen vergeben. Und die möchte ich halt eben, dass es ohne Duplicate IP Address Detection irgendwo mir auf die Füße zu fallen, eben wirklich die Hosts miteinander reden, die halt eben miteinander reden sollen da drin. Klassisches Beispiel wäre eine Staging-Umgebung, die halt gleiche Konfiguration, weil irgendjemand hardcoded IPs reingepackt hat, braucht, wie halt eben die Live-Umgebung. Wäre so ein klassisches Beispiel, warum so eine Anforderung kommen könnte. Ich habe sie leider, auch wenn ich das immer wieder den Leuten um die Ohren haue, das kann der nicht machen, leider immer wieder zu sehen gekriegt oder kriege es auch regelmäßig zu sehen, dass solche Anforderungen bestehen. Ja, jetzt trinke ich gerade einen Schluck und dann machen wir weiter. Die Installation von Open vSwitch ist in den meisten Distributionen total einfach, nämlich die Pakete der Distribution nehmen. Ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn man einen bunten Zoo an Distributionen hat und das Ganze da gleich machen will, weil doch die Jungs von Open vSwitch sehr agil sind mit ihren Releases, die sie rausschmeißen und mit den Features, die sie dazu packen oder eben auch ändern oder wie auch immer. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einen bunten Zoo habe, baue ich mir die Dinger lieber selber, damit ich überall den gleichen Versionsstand habe, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als dass ich auf einem Host was so konfiguriere und auf dem anderen muss es anders sein. Ist relativ einfach, weil es gibt ein Git-Repository, wo ich mir die Sachen auschecken kann. Also schön geskriptetes Bootstrap, normales Configure natürlich mit 10 Millionen Funktionalitäten hinten dran, ob ich das Backend über eine MySQL Postgres-Datenbank, was auch immer als Backend benutzen möchte, wo er seine Konfigurationsdaten drin speichert, make install und ich habe eine vernünftig funktionierende Version da. Habe ich nur eine Distribution und habe klar gesagt, ich nehme keine Ahnung, nur Long-Term-Release und brauche nicht unbedingt das latest Feature aus Open vSwitch auf meinem System, ist natürlich die Distributions am Release ist sicherlich auch nicht verkehrt. Da gibt es einige Distributionen, die da auch recht agil sind und den OVS-Geschwindigkeiten angepasst sind. Ja, eine Bridge einrichten. Eben hörte ich, BridgeCTL ist tot. Ja, wir machen es jetzt mit IP-Link-Add. Ja, Open vSwitch-Syntax lehnt sich tatsächlich so ein bisschen an BRCTL an. Ich mache eine Bridge auf, indem ich die einfach OVS SCTL, das ist eines der Tools halt eben zum Bedienen. Sehr komplexes Tool mit ganz, ganz vielen Funktionen. Einfach die Bridge anlegen. Lokale Interface dazulegen. Eins wird direkt mit angelegt. Das ist generell per Definition so, dass das alle VLANs taggt immer beinhaltet. Wenn ich jetzt für unser Beispiel gleich den Router, wo das Hostsystem quasi den Router machen soll, im VLAN 666 haben will, deswegen habe ich hier dann eine Bridge mit VLAN 666 angelegt, halt als Internal Interface. Gibt dem noch die VLAN-ID. Es ist auch in einer Kommandozeile möglich, die VLAN-ID und alles mitzugeben. Wir werden es gleich an einem Beispiel sehen, wenn es ans S-Flow geht. OVS, VLAN, CTL kann so lange Kommandozeilen erzeugen. Ich habe gehört, es gibt Leute, die tatsächlich geschafft haben, den Line-Buffer damit zu füllen. Ein Hinweis an der Stelle ist durchaus sinnvoll, kritische Befehle in einer Zeile abzusetzen, wo man damit garantieren kann, dass die Änderungen atomar geschehen. Das heißt, wenn du vielleicht einen Port hinzufügst oder irgendwie oder vielleicht den Typ eines Interfaces ändern willst, dann bietet es sich oft an, das in einem einzigen Zug zu machen. Ansonsten hast du vielleicht zwei Befehle, die eigentlich zur gleichen Zeit hätten geschehen sollen, auszusehen, zeitversetzt, abgesetzt und dann fliegt dir das Netzwerk weg oder so. Richtig, das dafür. Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre oder so.
ob ich das jetzt glaube. Nein, also richtig, es gibt durchaus sinnvolle Gründe, warum man viele Sachen einer Zeile machen kann. Nur ich glaube, wenn ich solche Zeilen hier an die Wand werfe, dann ist nicht mehr unbedingt direkt klar zu erkennen, was passiert jetzt alles mit dem einen Kommando. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach für das Beispiel da in die zwei Teile aufgeteilt. Ich kann auch nachträglich die Tags ändern. Ich kann auch sagen, ich möchte das Interface halt eben später einen anderen Tag geben. Den Namen kann ich frei wählen. Also ich habe es halt hier VLAN 666 genannt. Ich kann theoretisch jeden beliebigen Namen für das Interface nehmen. Kann mir das Ganze dann später anzeigen lassen. Und ja, das werden wir dann jetzt hoffentlich auf eine funktionierenden Live-Geschichte hinkriegen, wenn ich das denn hinkriege. Eigentlich sollte da ganz Licht drauf sein. Wieso? Also, ich habe den gerade schon gestartet. Ich weiß, als Root-Arbeiten ist bäh, aber da wir tatsächlich jetzt auf der Ebene das machen wollen, wo wir halt eben für jeden Befehl ein Sudo packen müssten, habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach mal unverschämterweise. Demo. So ein bisschen was habe ich nämlich vorbereitet für die libwirt. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen gehabt. Leider hat der Wirt-Manager das immer noch nicht, wenn ich ein Netzwerk inter, also ich habe es zumindest bis jetzt nirgendwo finden können, wo ich das im Wirt-Manager machen kann, ihm OpenVSwitch-Bridges beizubringen. Im XML funktioniert es wunderbar. Deswegen habe ich einfach die XML-Dateien, die libwirt gerne hätte, vorbereitet. Und gehe einfach jetzt mal zu dem Bereich mit den Netzwerkkarten. Da sind wir. Scrollen wir ganz nach oben. So, ich habe hier ein paar Bridges definiert. Das sieht, wer die libwirt-Konfiguration schon mal sich angeguckt hat, eigentlich genauso aus wie alle bisherigen. Wo ist mein Mauszeiger hin? Wie alle bisherigen Netzwerkkomponenten auch. Als erstes definiere ich die MAC-Adresse, die mein Interface haben soll. Welcher Bridge die zugeordnet ist, ist genauso wie wenn ich es einer normalen Linux-Bridge zuordnen will. Das ist neu, die WLAN-Zuordnung. Die macht er aus dem Open vSwitch halt. Ich sage, dass es ein Open vSwitch Virtual Port sein soll. Auch das ist etwas, was Neues. Ich brauche beim Anlegen die Interface-ID nicht vergeben. Die vergibt er mir automatisch. Macht im Endeffekt ein UID-Gen und fügt die da ein. Sag ihm, wie das Interface auf dem Host-System heißen soll. Und ja, der Rest ist wieder identisch. Welche Netzwerkkartentyp ich haben möchte, also WirtIO oder E1000 oder was auch immer ich mit dem KVM emulieren will. Gib ihm noch die PCI-Daten mit und das ist mein Interface auch schon fertig. Hab halt hier die Netzwerkmap nochmal auf, für den Host halt die entsprechenden Interfaces, einmal im VLAN 101, einmal im VLAN 201 aufgemacht und ich glaube, das ist auch einer, der noch im VLAN 666 drin ist. Genau. Hab die ihm entsprechend mitgegeben, hab den jeweils halt, ja, damit ich auf dem Host-System erkennen kann, Namen nach dem Host-Namen gegeben, 012. Damit habe ich meine drei Devices. Kann das Ding relativ einfach mit virtdefine ihm beibringen und habe sie definiert. Und jetzt gucken wir mal in den Virtual Machine Manager, wo wir sehen, er hat die Maschine gerade angelegt. Wir sehen es gleich beim zweiten, den ich anlege, genauer. Können hier in die Konfiguration sehen, hier unsere drei Netzwerkkarten. So wird es dargestellt hier. Die Details kann ich hier leider, wie gesagt, im Wirt-Manager nicht sehen. Genau, ich fürchte auch. So, wir haben
im Endeffekt, das ist ein Arch Linux Live-System, wie gesagt, was ich gebootet habe, habe da entsprechend drei Interfaces. Ich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht, indem ich die MAC-Adressen nach den WLAN-IDs vergeben habe. Deswegen weiß ich dann, welches WLAN wo drauf ist, nämlich die 65 ist die 101. Die 10.9 ist die 201 und die 9a ist das 666. Beziehungsweise 29a ist es, was 666 wäre. Dadurch weiß ich halt eben, welche Nick welche ist. Und jetzt muss ich mal irgendwie das Fenster, das wird da hoffentlich da drüben etwas besser lesbar sein. Und sehe, dass er mir hier im Endeffekt auf dem Host-System jetzt meine ganzen entsprechenden Interfaces, Open 0, Open 1, Open 2, die ich halt angelegt habe, automatisch angelegt hat und mit SV CTL Show kann ich mir dann auch entsprechend meine gesamte Bridge anzeigen lassen, wie ich das von BRCTL auch kenne. Wie gesagt, die Syntax ist relativ nah angelehnt an die alte BRCTL-Syntax. Wenn ich mir halt anzeigen will, ich kann halt direkt sehen, welche WLAN-Tags an welches Interface gebunden sind. Kann weiter oben bei den Interfaces kann ich auch entsprechend die MAC-Adressen der einzelnen Nodes, also der einzelnen Interfaces auch nochmal aufgefangen sehen und kann da die Sachen binden. Jetzt mache ich mir hier ganz kurz nochmal den Spickzettel mit dem Netzplan auf, beziehungsweise ziehe ich auch gleich rüber, damit ich weiß, welche IP-Adressen ich wo drauf packen muss. Das ist der Netzplan. Oder auch nicht. Ah, da haben wir sie. Ich komme den gerade hier rüber und tippe die ab, geht etwas schneller. So, ich bin auf Caledonia, der hat 208. Auf dem 2.9.2.2 Hier habe ich entsprechend gerade die IPs, die wir im Plan gelegt haben, festgelegt. Also auf dem VLAN 101 eben aus dem 2001 DB81er Netz eine IP-Adresse, die aus dem die aus dem VLAN 201 und auf dem ENS 10, die aus dem VLAN 666. Ich habe im, wenn er mir denn die Fenster zeigt, auf dem Host-System selber, IPA. Habe ich noch keine IP draufgesetzt. Klar, wir haben ja gerade rebootet. Sollte ihn hoffentlich ja erreichen können. Auf dem VLAN 666 Interface kann ich also vom Host-System aus die VM erreichen.
Das gleiche schnell auf den anderen, hoffentlich schnell. Das ist oben, der hat die 2. Das 10. Haben den zweiten Host auch gerade die IPs draufgesetzt. Auch der kann das Host-System pingen. Um das Ganze jetzt ein klein wenig abzukürzen, damit wir das S-Flow noch reinkriegen. Weil das, finde ich, ist auch ein relativ interessantes Feature da drin. Habe ich mir eine... Moment... Achso, ich bin falsch verzeichnet. Ein paar Environment-Variablen gesetzt, damit der Befehl etwas verständlicher wird. Ich setze meinen S-Flow-Collector, definiere ich. Habe ich auf Local ausgesetzt. Ich hoffe, der funktioniert dann jetzt gleich. Setze halt eben die Parameter, welchen Port der S-Flow-Collector lauschen soll, die Agent-IP, mit der ich mich melde. Da ich das jetzt eben, wie gesagt, auf dem Host-System, ans Host-System schreibe, ist auch da die 127.0.1 drin, in der Hoffnung, dass die gleich funktioniert. Wie viele Header-Bytes ich im S-Flow-Paket mitgeben möchte, die Sampling-Rate und die Polling-Intervall. Ich schmeiß erstmal schon mal den SFAQD an. Nee. Läuft der? Der hat, glaube ich, das gleiche Problem. Allerdings, komischerweise, der Caps kann auf den 127.01 binden. So viel zu dem Thema. Ich kriege den SFAQD auch nicht gestartet, warum auch immer ich hier das Problem leider habe. Ich habe ein Loopback-Interface, ja. Ich würde sagen, ja. Kannst ja nochmal explizit hochsetzen, aber auch da sollte sich dann nichts ändern. Ne, er startet ihn nicht. Ich habe keinen Listener. Ist ein Vordergrundprozess. Startet er ihn eigentlich. Deswegen sage ich, er startet ihn nicht, weil sonst wäre er nicht direkt zurückgekommen. Deswegen hat es noch eben mit dem und gestartet. Es ist mir jetzt äußerst unangenehm, dass das... Da ist ein Localhost drin und 127.01 ist auch drin definiert. Habe ich gerade schon geguckt vorhin. Dick, ja. Und daran scheitert es, weil ich nämlich keine Internetverbindung habe und keinen Nameserver, aber der sollte ihn ja den Lokalen trotzdem kriegen. Weil. Also irgendwie ist es in dem Fall kein V4.
Sie findet auch die Verfi-Adresse. Das hatte ich gerade eben schon probiert. aus irgendeinem Grund kriegt er die nicht aufgelöst. Ich habe ehrlich gesagt, das ist mir äußerst unangenehm, habe keine Idee, woran es liegt. Von daher muss ich das an der Stelle einfach sagen, die Demo mit dem S-Flow müssen wir leider kippen. Das Ganze ist jetzt, genau. Im Endeffekt ist es so, dass ich kann höchstens noch probieren, dass ich es konfiguriere noch wenigstens. Dass ich dem Bridge-Interface, jeder einzelnen Bridge, also ich kann auch mehrere V-Switches parallel laufen lassen, der Bridge-Interface einen S-Flow-Agent zufügen, einen S-Flow-Daemon zufügen kann, der halt eben die Pakete, jedes x-te Paket, also was ich halt eben definiert habe in der Sampling-Rate, halt eben jedes x-te Paket rausnimmt, misst, wie groß ist es, halt eben diese, also wer S-Flow, ich weiß nicht, kann ich voraussetzen, dass S-Flow bekannt ist, wie S-Flow funktioniert, nicht? Der setzt halt eben statistische Werte an, um rauszukriegen, wie viele Pakete, wie viel Traffic welcher Host macht. Sprich, er nimmt sich jedes x-te Paket, schickt das an einen Collector, der rechnet dann hoch, wie viel Pakete, wie viel Größe, wie viel Datenmengen, welchen Typs, welcher Source-Port, Destination-Port und so weiter verschickt wurden. Ich gebe halt einen Teil der Header eben mit. Das ist das, was ich eben mit Header-Bytes definiert habe. Wie viel Bytes der Header-Daten aus dem tatsächlichen Paket ich eben mit an den Collector schicke. Auf die Art und Weise ist es mir relativ gut möglich, mit dem S-Flow-Collector halt zu sagen, diese IP, Source-IP spricht mit der Destination-IP in diesem und jenem Protokoll auf den und den Ports. Kann darüber dann eben feststellen, beispielsweise, dass einer eine UDP-Flat macht mit 0-Byte großen Paketen oder Ähnliches, was ich das halt eben dann im S-Flow sehen kann. Das Schöne ist halt eben, dass ich das hier einfach an die Bridge binden kann. Die Bridge kann aus allen Interfaces, die ich halt eben im OpenVSwitch definiert habe, mir diese S-Flow-Daten an einer Stelle zentral an einen S-Flow-Server schicken, wo ich dann mit Elastiflow oder wie auch immer die Sachen wunderbar auswerten kann, meine Top-Talkers aus allen meinen Hosts eben sehen kann, welche Protokolle, welche Dienste am häufigsten oder am meisten Traffic machen. Und brauche den eben nur an einer einzigen Stelle mein Traffic Accounting oder Traffic Monitoring halt eben einbinden auf dem Host-System, nämlich nicht jedes einzelne Interface der VM abfragen, sondern einfach den V-Switch sagen, bitteschön, liefer mir die Flow-Daten. Genauso wie ich das halt eben auf dem Switch auch mache. Ich kann auf dem Switch halt auch einfach sehr auf einem normalen Cisco, Juniper, wie auch immer, Switch einfach sagen, bitte gib mir von den und den und den Interfaces diese S-Flow-Daten. Hab also ein, ja, ich sag mal, standardisiertes Protokoll, wo eben ich mein Host-System wunderbar auf einfachste Weise halt eben reinhängen kann, ohne mir da mit eigenen Skripts großartig was basteln zu müssen. Und hab halt mein Traffic-Accounting tatsächlich bis auf die einzelne Maschine runter, also auf die virtuelle Maschine runtergebrochen und hab es halt eben nicht, dass ich, wie es halt da, wenn ich es nur auf den physikalischen Switches mache, eben auf die Host-Systeme runtergebrochen, muss dann da zuordnen, welche VM ist das denn? Ich sehe die Interfaces im S-Flow mit drin, welche Interfaces, oder kann die konfigurieren, dass ich sie mit sehe, welches einzelne Interfaces gemacht hat. Ich kann halt eben, ja, auch sehen, Spoof zum Beispiel einer IPs, weil ich auf einmal auf einem Host-System, welches eine bestimmte IP gar nicht hat, auf einmal Pakete von dieser IP kommen sehe. Halt alle Möglichkeiten, die halt S-Flow bietet. Und ich denke, dass das Thema S-Flow würde wahrscheinlich mindestens zwei Vorträge füllen können. Von daher will ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, zumal wir leider ein wenig eng an Zeit rutschen. 8 Minuten haben wir noch. Gut, bis das Slot komplett vorbei ist. Vielleicht aber hat der ein oder andere eine Frage. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es nicht mit der Demo so funktioniert hat, wie gewünscht. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere noch eine Frage, die ich schnell beantworten kann. Also wir hätten wunderschön sehen können, dass wir halt eben die beiden Hosts, die in unterschiedlichen VLANs sind, dass sie sich eben mit der gleichen IP nur den einzelnen Nachbarn halt erkennen, also dass wir diese WLAN-Trennung haben, dass wir halt eben mit libvirt-eigenen Mitteln, das war, ich denke, das kann man kurz am Anfang sehen, die mit der XML-Datei, dass ich mit libvirt-eigenen aus der Konfiguration heraus ganz normal direkt, wie ich eine libvirt-Konfiguration erzeugen kann oder eine libvirt-Maschine erzeugen kann, halt eben das direkt der Bridge zuordnet, der mir automatisch die Interfaces anlegt,
dass ich halt eben die VLAN-Zuordnung mache. Ich wollte eigentlich dann auch noch zeigen, wie das Tauschen von VLAN-IDs funktioniert, Maschine halt eben ein anderes VLAN reinzuheben, dass man eben das dann hinkriegen kann, dass ich einfach während des laufenden Betriebes quasi einen Port umkonfigurieren kann, wie ich es halt auf einem normalen Switch kann. Sprich, ich kann sagen, das Interface, was gerade noch VLAN 201 war, ist jetzt VLAN 202 und plötzlich sehen sich die drei halt auch, dass ich das also ohne, ich sage jetzt mal Impact in der Form, dass irgendwie ein Interface wegfällt, runterfällt für die virtuelle Maschine halt, die Parameter des Interfaces anpassen kann. Was mir halt eben bei der klassischen Bridge nicht ganz so einfach möglich ist, weil da muss ich tatsächlich dann das Interface unter Umständen der virtuellen Maschine wegziehen und ein neues geben, mit den entsprechenden Side-Effects, die es haben kann, Dienste, die abstürzen, was auch immer. Gibt es aktuelle, in den letzten 2 Jahren gemachte Benchmarks für Informationen zur Performance Open vSwitch versus klassisches Linux-Bridging? Im Endeffekt ist es klassisches Linux-Bridging. Also er benutzt im Großteil den Kernel-Stack. Aktuelle Benchmarks kenne ich nicht, aber es ist im Endeffekt ist eigentlich mehr oder weniger im Großen und Ganzen Toolset, was diverse Linux-Tools und originäre Kernel-Funktionalitäten einfach nur ansteuert. Und in erster Linie wirklich da als denke ich mal, vergleichbar ist. Also ich habe tatsächlich kein Benchmarking vorliegen, aber ich wüsste nicht, dass da wirklich nennenswerte Einbußen vorhanden sind. Okay, danke. Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank für deine starken Nerven. So Live-Demos haben immer die Gefahr, dass was schief geht. Umso ärgerlicher ist es, wenn es nicht mal an dem hapert, was man zeigen wollte, sondern an dem, was drunter liegt, nämlich hier an der Virtualisierung oder irgendeiner Config. Danke fürs Durchhalten ans Publikum, auch an dich. Ich habe da schon Speaker durchaus zusammenbrechen sehen und komplett abbrechen. Dankeschön und beim Rausgehen könnt ihr bewerten nochmal und nach einer Pause, nach Mittagessen geht's dann hier mit Netzwerkthemen wieder weiter. Danke.